Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Evi, und heute zeige ich euch, wie ihr eine gruselige Hexe mit einem Hexenkessel malen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne erstmal mit einem dünnen schwarzen Filzstift in der unteren Hälfte des Blattes. Dort zeichnen wir als allererstes die Flammen, die unter dem Kessel sind. Malt hierfür einzelne kleine Zacken, die an den äußeren Seiten leicht gebogen sind. Die Abstände und die Höhen der Zacken, die können immer variieren. Zeichnet hier also in die untere Hälfte des Blattes so viele Flammen, wie ihr möchtet. Und achtet dabei darauf, dass sie immer schön spitz zulaufen und natürlich auch immer etwas unterschiedlich aussehen. Einzelne Flammen können sich hier natürlich auch überlappen. Das bietet sich gut an den äußeren Seiten an. Versucht, eine leichte Rundung hinzukriegen. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr den unteren Teil erstmal mit einem Bogen abschließen. Denn das ist gleichzeitig die untere Seite unseres Kessels. Daran zeichne ich jetzt erstmal noch einzelne Holzscheite, auf denen das Feuer brennt. Zeichnet hierfür einfach ein paar längliche Formen, die an den vorderen Seiten leicht eckig sind. Malt hier direkt mehrere nebeneinander. Und auch welche, die sich leicht überlappen. Es soll so aussehen, als würden die einzelnen Holzscheite hinten aufeinander liegen. Gut gemacht! Und wenn ihr damit soweit zufrieden seid, so wie ich es bin, können wir weitermachen mit dem großen Kessel. Dabei beginne ich an der äußeren Seite der Flammen und zeichne erstmal einen leichten Bogen nach oben. Auf der anderen Seite zeichne ich dann natürlich einen weiteren Bogen nach oben. Die beiden Enden verbinde ich dann anschließend mit einem leichten Bogen miteinander, so dass dieser nach oben zeigt. Sehr schön, die grobe Form des Kessels wäre fertig. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter nach oben und zeichnen dort den Hexenhut hin. Beginnt etwas weiter mittig und zeichnet hier anschließend eine rundliche Form, die an der unteren Seite relativ gerade ist. Nach oben hin sollte noch eine offene Lücke sein und die äußeren Seiten sollten gebogen sein. Zeichnet nun von der linken Seite aus einen Bogen erstmal nach oben und anschließend nach rechts. Von dort aus zeichnet ihr in einen leichten Bogen bis in den Hut hinein. Geht anschließend wieder ein kleines Stückchen nach außen und zeichnet einen kleinen Bogen bis zur unteren Reihe des Hutes hin. So entsteht ein leicht abgeknickter Hut. Ungefähr in die Mitte zeichne ich jetzt die verschrumpelte und leicht spitze Hexennase. Versucht diese möglichst groß und auch schön wackelig zu zeichnen. Diese ragt dicht über den Hexenkessel. Malt anschließend noch an den äußeren Seiten kleine Bögen bis hoch zum Hexenhut, um den Bogen von dem Hexenkessel mit darzustellen. Direkt darüber zeichne ich nochmal einen weiteren Bogen. So können wir den Rand des Hexenkessels optisch etwas verlängern. An den Rand des Hexenkessels zeichne ich jetzt noch ein paar einzelne Linien, um ein paar Wölbungen mit darzustellen und ein paar Details hinzuzufügen. Und da die Hexe sicher einen Zaubertrank braut, zeichne ich jetzt noch ein paar einzelne kleine Blubberbläschen, die vom Hexenkessel aus hinaufsteigen. Zeichnet hierfür einfach an die obere Seite links und rechts neben den Hexenhut einzelne kleine Kreise und auch in den Hexenkessel hinein. Und da die Hexe etwas ungeschickt ist, läuft am Rand noch ein wenig von dem Zaubertrank heraus. Zeichnet dafür einfach in einer gewellten Linie nach unten und anschließend wieder nach oben. Und hier unten ist auch noch Platz für einen kleinen Klecks des Zaubertranks. Gut gemacht! Und wenn ihr jetzt auch schon so weit seid wie ich,
dann können wir das Bild jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen, das heißt, das Ausmalen wird bei mir ganz schnell gehen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich meine Hexe mit dem Kessel ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Meine Zauberhexe mit dem Hexenkessel ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!